Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fahrrad über Thüringen. Wir fahren bei der Ernte Raps fort, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich bin gerade dabei, alles einzustellen. Das heißt, Abfahrer und so muss man aktivieren. Aber den aktiviere ich erst, wenn der LKW voll ist. Nebenbei wird noch gekalkt. Jetzt fahren wir erstmal kalt zum Feld, zum neuen Feld. Feld wird Nummer sein 48, da fahren wir jetzt hin. Ja, dann muss man das wieder. Sobald die Ernte erfolgt ist, Raps und einmal Hafer, dann stellen wir mal auf Season. Wenn alles klappt, wenn es dann noch funktioniert, sagen wir so, dann werden wir in diese Aufnahmezeiten das noch kriegen. Das heißt, heute, heutige Folge nicht, da sind wir noch voll beschäftigt mit der Ernte von Raps. Läuft ja aktuell. Und wir schauen nochmal, dass wir Kalk unter anderem Fahrer hingefahren kriegen, dass wir die Felder schon mal Kalk bekommen, dass wir dann im Frühjahr beginnt. Voll losgehen kann. Nachdem wir das Feld 48 gekalkt haben, dann werden wir es auch gleich flügen. Weil da ist Flügen nämlich notwendig. Die Felder, wo Raps und Hafer ist kein Flügen notwendig. Schauen wir gleich, wo unser Kalkstreu ist. Dann werden wir auf dem Feld voll machen. Und da kann er weiter so eine Runde fahren. Dann brauchen wir nicht Angst haben, dass er sich irgendwie verfährt. Also die Kalktag vom Hof holt. Und geht er schon? Wir müssen von der linken Seite fahren, also kurz entgegengesetzt. Mit 60 Watt Acker, ne? Ist auch so schön, ne? Das steht er. Rohr ausfahren. Bremsen. Kurz. Immer mit Dröhnung. Ja gut. Ich wollte sagen, geht nicht. Hätte ja sein können, ne? Wenn man das erste Mal macht, dann kann es passieren, dass es mal was nicht geht. Kann. Aber in dem Augenblick, da hat es geklappt. Passt. Fahren wir ein Stückchen weiter. Können wir auch stehen lassen. Ne, wollte ich nicht. Kurz zurück. Steigen wir aus. Gehen wir so rüber, das geht schneller. Im Normalfall. Wenn wir jetzt Glück haben, ist der Kurs noch geladen. Ansonsten müssen wir ihn kurz, ja, neu laden. Ich hoffe, ich habe ihn gespeichert. Und der Kalken. Ja, habe ich. Haben wir Glück. Machen wir kurz zu. Auch einen Deckel fahren muss, ne? Sieht mir blöd aus. Wir starten und dann Feuer an. Gut, da kann er noch ein paar Runden fahren. Das dauert auch eine Weile. BGH ist gut gefüllt. Das wollte ich auch noch ändern. Ich wollte das wieder rausnehmen. Das
scheint zu klappen. Wenn nicht, greifen wir jetzt ein. Weil das dummerweise auf demselben Kurs. Er müsste jetzt eigentlich rechts sein. Auf der rechten Seite vom Kurs. Auf längere Sicht will ich mit drei Maschinen arbeiten. Ja, das ist typisch. Ein paar Meter verschenkt. Geht nicht. Machen wir gleich die Ecken mit. Ist der zu 60%. Können wir gleich wieder abladen. Einer ist voll. Hoffe, ich bin laut genug. Nicht zu laut. Haben wir noch ein bisschen mitgenommen. Ein paar wertvolle Liter. Da steht schon die Meldung, dass wir entladen werden. So, können wir gleich einstellen. Gleich überlaufen zum Köpf. Das ist Sprint. So, wer war der? Voll? Der Rote ist voll. Kurz gucken. So, da sind wir. Ich habe übrigens noch ein Schneidwerk gekauft, aber ich will ein bisschen Geld, um das wenn ich Raps verkaufen könnte. Was bringt mir aktuell Raps ein? Und habe ich Raps irgendwo im Lager schon? Ein bisschen mal schon drin. Ja, 54.000. Nicht viel. Zurzeit ist Raps im Keller. Für nur 1.000 ist nicht viel. Und selbst Hafer kriegt fast mehr. Fast. Ja, also. Nichts verkaufen. Die Preise ändern sich mit Season sowieso. Deutlich. Und zwar in der Beziehung, dass zum Beispiel zur Zeit der Ernte der Preis eigentlich im Keller ist. Und wenn das Kurs die Ernte beginnt, ist der Preis am höchsten. Gas. So, mal kurz gucken hier. Passt, passt. Gut. Haben wir ganz komische Werte hat und nicht so schön. Mal gleich der andere ist auch bei 77%.
Manchmal muss das wieder laden neu. So. Ja, auch einen Shutterkick leer machen können. Mein gut, der ist ja fast voll, ne? Der erste Hänger ist ja fast voll. Ich glaube, der erste ist voll. Düste. Geht doch vorwärts. So, Kalk läuft noch. Dann werden wir noch flügen. Alles Öko. Naja, Dünger nicht. Dünger ist gekauft, da kann man nicht beurteilen. Ich hoffe ja, dass bald die Karte neue Version rauskommt. Jetzt, wo Season draußen ist, dann musste was gemacht werden. Dann die Karten müssen zielgerichtet gemacht werden. Das heißt, dass man spielen kann. Funktioniert nicht alles. Zum Beispiel, was nicht funktioniert ist, eine Halle würde der Schnee reinfallen, theoretisch. Aber das kleine Problem. Geschrieben wurde schon länger davon, dass die Karte eine neue Version kommt. Das heißt, eine überarbeitete Version. Kleinere Fehler werden dann gefixt oder ein paar Ergänzungen, ein paar Änderungen werden vorgenommen. Laut Forum vom Castor, da kann man sich dann entsprechend angucken. Google Forum Castor eingeben und dann findet man eigentlich hin. Ich denke mal, wird auch warten, dass dieses Fabrikskript wie heißt der Verein, Kompakt hier, dass sein Sägewerk noch laufen geht, sein, so, was noch eigentlich, wusste ich jetzt gar nicht, aber Sägewerk auf jeden Fall, das ist schon vorhanden, läuft aber nicht, vielleicht kommen noch andere Funktionen dazu, die ihr vielleicht fest einbaut. Wenn ich eine Produktion brauche, würde ich mir eine dazulegen. Einige habe ich ja schon. So, jetzt ist der auch wieder leer. Der andere hat Kalk, ist 40%. Ja, dieses Feld bei 100%, ne? Und wir müssen später sehen, was wir mit der Fruchtfolge machen. So. Schauen wir mal. Das sieht ganz gut aus. Werden wir schon mal einen Flügel vorbereiten. Jetzt brauchen wir noch eine Stunde auf Rechnung. Ist auch ungefähr zu nehmen. Also nur nicht so voll, nicht zu genau nehmen. LKW 80%. Könnt ihr mir einen zweiten Drescher kaufen? Aber leider ist so wenig. 1000 Getreide AG. Ja. Lohnt sich eigentlich nicht. So. Aber wir nichts. Haben wir sie aber gespeichert haben. Flügen, Überführung, ist es nicht. C, na, ist es nicht. Es
Könnte sein, dass ich es gar nicht gespeichert habe. Aussaat. Nein. Gut, dann werden wir nochmal einen Kurs einfahren. Starten wir. Hat nur gestartet? Ja. Fahren wir eine Runde rum. Die Lenkung wieder. Darf man nicht so schnell fahren. Nur ganz kurz. Tempomat einstellen. Ruhig ein bisschen langsamer. Weil das ist ein bisschen einfacher zum Kurven behalten. Zu schnell fahren, dann geht es leicht schief. Ich fahre deswegen so rum. Ja. Ging ein bisschen schief. Die Kurve nicht gekriegt. Gestoppt. Gestoppt. Ich hab Pause drücken müssen. Porre. Schlecht. Ich hab's verbockt. Mal sehen, vielleicht geht trotzdem noch. Aber ich kann's nicht fortsetzen. Oder? Doch. Oh, ihr Glück gehabt. Mal sehen, vielleicht haben wir Glück. Mal sehen. Schauen wir mal, ne? Das Einfahren mich ganz schön. Schwer ist es nicht, aber es ist halt, wenn man dazu blöd sich anstellt, dann fährt der LKW letztendlich irgendwo einen Kram. Oder eine Böschung. Das ist einfach umsonst gewesen. So, und hier gleich wieder rechts abbiegen. Schön Bäumchen hier. Jetzt fahren wir zum Silo und lagern unseren Raps ein. Wenn der Frühling beginnt, die Preise eben Keller. Kann man gleich sagen. Wir müssen ja nicht gleich verkaufen, ne? Aufstehen. Aber die Runde haben wir noch zu Ende. So, mal gucken wir gleich, laden wir gleich ab. Das machen wir noch, ziehen wir noch durch. Oder? Kurz an Rechnung, dann sind wir Schüsse in den Winkel. Verschau bis dann, bis gleich. Nicht vorgehen.